Hallo, guten Morgen, ihr Star-Manifestierer. Herzlich willkommen, Tag 5 der Tag 4 der 5x5 Challenge. Ja, wie ist es euch ergangen? Ich wollte hier noch mal ein paar Tipps geben, und zwar, dass ihr vielleicht jetzt, bevor ihr das Ganze aufschreibt und nachdem ihr das Ganze schreibt, dass ihr in einen Art meditativen Zustand geht und euch einfach mal klar macht, wer ihr wirklich seid. Das heißt, wie supernatürlich ihr eigentlich seid und somit eure ganze Frequenz schon erhöht in einen Zustand, wie Dr. Joe das eben auch beschreibt, mit höheren Emotionen, in einem Zustand der absoluten Selbstliebe, des Selbstrespektes, des Wissens, dass alles nur gut und richtig in uns ist, dass also die Vergangenheit mit dem Hier und Jetzt, mit diesem goldenen gegenwärtigen Moment, nichts zu tun hat mit dem, und nichts zu tun hat mit dem, was wir sind, was wir wirklich sind. Und so in diesem hohen, von sich überzeugten Zustand, also nicht im schlechten Sinne, sondern davon überzeugt zu sein, dass man ganz und perfekt ist, dass man hundertprozentige Liebe, hundertprozentige Zuneigung und hundertprozentige Unterstützung verdient hat und dass man alles empfangen darf, dass man alles empfangen kann und eben auch seinen Wunsch 100% empfangen kann und somit in ein riesengroßes Vertrauensgefühl hineinkommt, dass es überhaupt keine Zweifel gibt, dass dieser Wunsch schon erfüllt ist. Dieser Wunsch, dieser 5x5 Challenge ist schon erfüllt, der ist schon als Potenzial in dem Raum, in dem Feld. Und es geht jetzt nur noch darum, dass wir quasi dieses Potenzial zu uns holen, in Freude, Liebe und Dankbarkeit sozusagen in uns, in unser Herz reinpflanzen, ohne Zweifel, sondern im hundertprozentigen Vertrauen, dass es ja jetzt schon geschehen ist. Und in diesem Gefühl, in dieser Sicherheit und in diesem Vertrauen, fang dir an, dieses 55 Mal zu schreiben, euren Wunsch. Und vielleicht bekommt ihr auch Gefühle und Bilder dazu, wie es eben ist, dass es schon da ist, ohne dass ein Zweifel auch noch irgendeinen Platz hat. Es gibt keinen Platz mehr für Zweifel, weil wir sind in so einer Sicherheit und in so einem Vertrauen, dass dieser Wunsch selbstverständlich Teil von uns und somit auch Teil von unserem Leben und Teil von unserer Realität ist. Wenn wir das dann 55 Mal geschrieben haben und dann wirklich in diesem Seinszustand sind, dann sind wir in einem neuen Raum. Dr. Joe Dispenza nennt es zum Beispiel jetzt neu in einer neuen Box, in einer neuen Realität. In der Realität, in dem unser Wunsch schon erfüllt ist. Und diese Realität, die lebt sozusagen als Teilrealität in der Matrix, in der wir uns befinden mit unseren fünf Sinnen. Und es ist so wichtig, dass wir uns den ganzen Tag über immer wieder mit unserer Wunschrealität, mit unserem Wunschseinszustand verbinden, als sei es schon geschehen. Und wenn wir das wirklich hundertprozentig schaffen, ganz viele Momente in diesem Tag immer wieder klack uns zu uns herzuziehen und uns klarzumachen und uns zu verdeutlichen, dann bringen wir so eine riesengroße Energie dazu, diese übernatürliche Energie, dass es auf die ein oder andere Art auf jeden Fall zu uns kommt. Und den Fehler niemals machen, weiter zu überlegen, wie kann das kommen? Durch welche Wege kann es zu mir kommen?
Das ist nicht unsere Aufgabe, denn sobald wir in dieses Wie und in die Umsetzung reingehen, verlieren wir das Vertrauen, fangen wir an zu zweifeln und übernehmen Aufgaben, die einfach unsere Aufgaben nicht sind als Kreatoren, weil wir kreieren und wir empfangen die höhere Kraft, die übernatürliche Kraft, die Schöpferkraft, die findet den Weg. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder verdeutlichen. In diesem Sinne, lauft im Übernatürlichen zusammen mit eurem erfüllten Wunsch diesen Tag hindurch und freut euch eures Lebens. Eure Patricia, ciao.